Guten Tag. Guten Tag. Ja, guten Tag. Schön, dass Sie jetzt schon Einsicht zeigen, obwohl wir nicht mal ganz angehalten sind. Steigen Sie mal bitte aus. Aber natürlich. Ich weiß doch, was ich falsch gemacht habe. Können Sie mir verraten, wo Sie den her gekauft haben? Ja, den Wagen. Gute Frage. Das müsste oben, Moment, beim Diamanten da, beim Verarbeiter. Nee. Oh. Ah, da wissen Sie, ich weiß es doch nicht. Das ist aber trotzdem meiner. Das können ja, ich glaube Ihnen, dass es Ihrer ist. Es geht nur darum, dass der ein bisschen, ne, dass halt da was dran gemacht worden ist. Ne? So ein bisschen sieht er danach aus. Und mir kommst du so vor. Kollege, was sagst du? Naja, eine Kotflügelverbreiterung hat auf jeden Fall genommen. Ja. Deswegen frage ich ja. Haben Sie das neu gekauft, das Fahrzeug, oder war das schon gebraucht? Nee, das war neu. Aber das können wir da vorne, den, das ist mein Kumpel, das ist der Paul. Okay. Der weiß hundertprozentig, wo der gekauft ist. Ach, der Herr Damm. Ach, schön. Genau. Das schön, der. Guten Tag. War gerade etwas unterwegs. Ja. Das kann ich nicht. Paul, wo haben wir das Auto gekauft? Du hast mich ja dahin gefahren. Ich habe es vergessen. Das Auto haben wir, ist der Mustang, ne? Den haben wir in unten am Hafen gekauft. Beim Export in Georgetown. Okay, der war neu oder gebraucht? Er war neu. Soll ich nicht, okay. Irgendwie eine Sportversion oder eine Tuning-Version? Also da sieht er echt schon ziemlich bollig aus für also Ford Mustang. Die haben gesagt, die haben die Straßenversion etwas erweitert und sozusagen etwas sportlicher aussehen lassen, um halt auch für das junge Volk attraktiv zu machen. Aber sollen wohl alles noch reglementäre Sachen eingebaut haben, ja. Okay. Ja, gut. Gut, Fahrzeugpapiere, haben Sie die gerade parat? Würde ich aber kurz einen Blick reinwerfen. Ich bin wieder im Auto da. Paul, wo hast du die hingestellt? Ja, waren die im Handschuhfach? Immer. Da, wo sie hingehören, ne? Ich hole sie mal eben. Ja, danke schön. Ich muss mal eben crossen. Ich habe so viele Sachen da drin. Wir wissen ja, wie Frauen sind. Da kommen dann die Krümel und... Oh, so schnell war so. Krümel, was erzählst du? Bitte schön. Das ist wie mit deiner Handtasche. Da greift man einmal dann rein. Dann schau ich da mal kurz rein. Da, Hand. Nee. Da ist nur hier drin. So Schminksachen drin, Lippenstift gut. Und so. Oh, jetzt habe ich hier irgendwas. Pada ist das. Krümel und Pada. Mehr ist das nicht. So, gut. Alles ist eingetragen. Das sieht soweit gut aus. Ja, gut, jetzt, wir können jetzt nicht auf dem Anhieb sagen, was seit. Das kommt mir halt ein bisschen tiefgelegt vor, ein bisschen verbreitert vor, ne? Aber wenn alles eingetragen ist, also um dann passt es auch. Tiefer gelegt, soll aber immer noch eine gute Bodenspur ja, haben. Ja. Die Bremsen sind entsprechend der Reifen auf Sportniveau angepasst, aber halt noch straßentauglich und die Federn sind sehr hart eingestellt, was aber an dem Fahrwerk nichts wirklich kaputt macht. Okay. So hat das ungefähr gesagt. Gut. Ja gut, das war's dann auch im Grunde genommen schon. Gut, das Bonader-Ticket, das lassen wir jetzt mal weg. Ich will, dass er daraus landet. Ne? Nächstes Mal wird es dann Bußgeld geben. Hier haben Sie Ihre Papiere zurück. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Danke, gleich. Tschüss. Tschüss. Im Sorte Herren, wiedersehen. Magst du fahren? Ja, hoffentlich. Guten Tag. Guten Tag. Bei Ihnen alles okay? Ja, alles ja, bestens. Wir hatten gerade noch einen kleinen Unfall und passt alles. Und deswegen war die Waffe gerade draußen. Wir haben meine Glock weggenommen. Wir haben uns gefragt, ob er uns helfen kann. Dann haben wir nett geplaudert. Und dann haben die meine Glock weggenommen. Und, Glock weggenommen, ja. Meine Glock weggenommen, immer noch meine Glock weggenommen. Alter. Wäre? Ja, mit Glock? Meine Glock. Okay. Ihre Glock. Dann nehmen Sie mal alle drei die Hände hoch, bitte. Okay. Wir werden Sie einmal abtasten. Ja, Ihre Hände über den Kopf. Ach, hier, machen Sie los. Hopp. Ja. Ja, danke. Aber trotzdem erstmal bitte die Arme. Auch Sie? Nein. Dankeschön. Wahnsinn. Ich hab sie noch nicht abgetastet. Das ist Ihr Fahrzeug? Ja. Ja. Können Sie einmal einen Schlüssel reichen, bitte? Heißt eine im Schacht. Wäre das möglich? Ja. Muss die Magazine da kurz aus dem Auto... Nee, komm, ich kann sie nicht nehmen, ich schätze Magazine. Kurz aus dem Ding von vorne. Moment, bitte. Ja, klar. Ich kann die Arme wieder nehmen. Was müssen Sie aus dem Auto nehmen? Die Schlüssel! Ersatzschlüssel! Meine Sache, oder? Guck mal, das ist eine Sache des logischen Betrachtens. So, mit wem habe ich es jetzt zu tun? Herrn Kader. Ja. Hey, Sie sind doch mal jetzt bitte kurz ruhig. So. Dann machen Sie noch einmal die Hände über den Kopf. Tasten Sie sie nochmal ab.
Magazinanzahl, die es als passender Waffenhandel zählt. Man könnte natürlich ja auch Waffen und Magazine für Freunde kaufen oder für allgemein irgendwelche anderen. Jetzt haben sie auf einmal eine Glock 17. Ja, das ist meine Ersatzwaffe auf dem Handschuh. Ja, aber achten Sie bitte das nächste Mal doch, dass Sie. Ich gefragt, ob er noch eine Glock 17 bräuchte. Nicht so warum viel, haben Sie die. Ich nehme die Glock 17 einfach weg. Fragen Sie ruhig. Wie gesagt, ich habe den Herrn gefragt, ob er noch eine Waffe bräuchte. Können Sie die einmal auf den Boden legen? Ja, kein Problem. Eigentlich sollten die anderen Kollegen das auch tun. Und irgendwo, ich weiß nicht, sagen, können Sie mir einen Artikel sagen, wo das drin steht? Ich darf keine Musik mehr als so und so viele Magazine mit mir führen. Gut, Haben Sie die Schlüssel? Mit, ja, ich werde jetzt einmal reinschauen. Sind nur Klamotten drin eigentlich und Rucksack, glaube ich. Ja, passt. Gut, die Glock 17. Sie haben gesagt, sie hat eine Glock 17 dabei. Wie gesagt, ich habe ihm angeboten, ob er eine Glock 17 bräuchte, weil er ohne Waffe hier war. Das ist auch eine schöne Version, ja. Schön. Oder Gage. Also, gut, Sie haben eine Glock 17 dabei. Sie haben diese Glock 17 eben vor mir verschwiegen. Sie haben gesagt, das wäre nur Ihre einzigste Waffe, die Sie da haben. Ja, Sie haben gefragt, ob ich eine Waffe bei mir habe. Sie haben mir die trotzdem verschwiegen im Auto. Und Sie haben jetzt versucht, mich... Oder... Sie fragen nicht nach dem Auto, Sie haben... Da hätten Sie sagen, ich habe jetzt gerade eine Waffe auf dem Handschuhfach noch mitgenommen. So, Sie haben gefragt, ich weiß, nein, das Ding ist, Sie wollten versuchen, das zu verstecken. Sie brauchen da jetzt nicht Sie versuchen, so rauszudiskutieren. Geben Sie es doch einfach zu. Was soll ich zugeben, hallo? Dass Sie den Herrn da die Waffe abgenommen haben. Der Herr kommt mir ziemlich ehrlich vor, rüber. Und dementsprechend, und dann haben Sie auch noch die Glock 17 dabei. Für was eine Zweitwaffe? Sind Sie... Handschuhfach? Ja, Handschuhfach. Okay, Sie bloßen wollen. Sie keine Waffe haben. Wie gesagt, das ist die Glock 17. Das ist die Glock 17 wahrscheinlich. Nein, der Herr hat gesagt, Sie haben eine Glock 17 weggenommen. Kommen Sie mal mit. Also, der Herr hat gesagt, Sie haben eine Glock 17. Wenn Sie sie wirklich weg haben, dann geben Sie es bitte zu. Geben Sie es doch einfach bitte zu. Wenn Sie es haben, weil wenn nicht, dann nehmen wir sie mit auf die Wache. Erklär mal das da. Ich habe sie gar nicht verstanden. Wenn Sie das jetzt nicht zugeben sollen, dann nehmen wir sie mit auf der Wache. Ich meine, Sie haben versucht, mir das hinterm Rücken herzuführen. Ich glaube, ich weiß, dass Sie, und Sie wissen es genauso gut, dass der Herr die Wache... Kann man nicht für Bild verkaufen, ne? Ist kein Scheiß. Genau. Gut. Sie waren der Herr, der... Die Sache, Sie kriegen die Glock 17, beziehungsweise Sie können sie ihm wiedergeben. Wir haben nur gesagt, war das alle Magazine? Dass er quasi so über die Straße gefahren ist, dass wir hier einen Unfall gebaut haben, damit wir ihn nicht voll frontal reinrasseln, damit er sonst nämlich tot, ne? Sprinter und so. Deswegen wollte ich mir von ihm ein Werkzeug haben, als Entschädigung. Hat er keinen gehabt. Aber ich will einfach nur an Sie appellieren. Ich hoffe, Sie tragen das auch an Ihre Leute weiter. Lassen Sie so sagen. Wenn so ein. Ich meine, ich glaube, der Herr will arbeiten. Der will für sein Geld arbeiten, legal. Und dementsprechend muss man dann nicht noch das letzte Fünkchen Salben wegnehmen. Ne? Ich hoffe, da können Sie ein bisschen runterfahren das nächste Mal. Klar, das Ganze wird eine Strafe mit sich ziehen jetzt. Dementsprechend wäre das erstmal Raub. Der reine Raub. Wäre dann ein Ticket von 2.950. Welches an Sie geht. Oh, das ist hier passiert. Und Sie können es natürlich mit Ihren Kollegen dann abklären, ne, wie Sie es machen mit dem Aufteilen oder sonst was. Ich würde sagen, eine Hälfte, Tickethälfte können Sie der Frau Dea geben und eine mir. Wenn ich da jetzt auch nochmal 10 Minuten diskutieren muss. Das wissen Sie nicht. Gut. Holen Sie die dazu, die wird da hoffentlich. Also 1950, wir machen das mal runter auf 1500, also dann auch doch relativ kooperativ waren. Sprich, Sie bekommen ein Ticket von 750 und die Frau Dea noch. Andernfalls müssen, falls die Frau Thea sich in allen möglichen... Wenn sie bockig ist. Ja, gut, einmal links unten unterschreiben. Ja. Hier haben sie noch einen Durchschlag. Und nächstes Mal, ich sag's Ihnen, wenn ich sie nochmal sehen sollte bei irgendwas, ob sie jetzt jemand freiwillig die Waffe wegnehmen, ne, oder sonst was, ich sag's Ihnen, dann wird das Ticket sehr hoch. $750. Haben Sie einen Kuli dabei? Nee, geben Sie mir bitte einen. Ich hätte ihn auch gern behalten. Nee.
So, sie können sich einmal umdrehen. Genau. Beckmann, sie haben nichts zu sagen. Hier gibt's nichts gratis. Wir diskutieren hier nicht mehr. So, hier kriegen Sie einen Kuli und dann links und nur einmal unterschreiben. Geben Sie uns auch noch Koordinaten durch. Bitteschön. So, hier haben Sie noch einen Durchschlag und dann wünsche ich einen schönen Tag, ne? Machen Sie es gut. Nächstes Mal keinen armen Menschen überfallen, ne? Oder was heißt überfallen? Die Waffe entziehen. Auch wenn es auf liebe Art und Weise ist. Ich bin immer lieb. Können Sie es glauben? Schönen Tag noch, ne? Machen Sie es gut. Schön mit Ihnen Geschäfte gemacht zu haben. Du bist ja ein Assi. Was? Die Reise ist nochmal vorbei. Nö, haben wir nicht. Also ich hab. Nö, wir halten da nicht nochmal an. Wenn sie meinen, armen Typen auszurauben oder auszunehmen. Fahr mal links, rechts. Bestätigen. Dann fahren wir rechts den Hafen entlang. Na hier, vielleicht. Siehst du da irgendwo ein Auto im Wasser? Nee. Wiederholen 01. Das Einzige, was wir suchen, ist der weiße Rotten ist auf Skala. Siehst du jetzt irgendwas? Irgendwo an der Küste? Bei dem Sportwagen weiß Rotsport steht am Hafen. Hast du jetzt nicht, ne? Auf, heb mich auf! Baumarkt ist da. Baumarkt geht automatisch sofort. Ist aber leer. Ferro ist auch unterwegs. Gerade in Richtung des Tanoa Airport. Es gibt mindestens einen Toten schon. Vor allem Not, haben die die jetzt ausgeraubt oder als Geisel genommen? Der sieht so aus, als wenn die Personen nur ausgeraubt worden sind. Komm. Ja, so verstanden. Und weiter dranbleiben. War Ihnen alles gut? Wurde einer Ihrer Kollegen mitgenommen? Nein, nein. Haben Sie den Medic gerufen? Nochmal die Information, Not, es wurde keiner mitgenommen oder sonst was. Es war ein reiner Überfall. Eine Person wurde dort erschossen von der Tür. Information an alle Einheiten. Es sind zwei Fahrzeuge und bleiben Sie sofort stehen! Stehen bleiben! Starten Sie nicht den Heli! Starten Sie nicht hier hin! Machen Sie es richtig! Machen Sie es richtig! Machen Sie es bitte richtig, oder ich muss den Rotor zerschießen! Meine Fresse, bitte! Achtung, aufpassen, Achtung! Explodiert.
Prime Shot. Was war da noch dabei? Was war da noch dabei? Es war nur ein schwarzes Fahrzeug, aber das hat den Unfall, haben die zurückgelassen. Das, ja, aber das haben sie zurückgelassen, das stand am Maisfeld, das können wir nochmal überprüfen. Ja, das war das. Ja, gut. Das